Hey Freunde der wilden Ballerei, ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Folge Borderlands, der Pre-Sequel. Habe ich letztes Mal Borderlands 3? Ja, der Pre-Sequel. Ich bin noch ein bisschen durcheinander. Auf jeden Fall, in der letzten Folge haben wir noch ein paar Nebenmissionen gemacht. Noch nicht tödlich. Ach, leck mich. Gut. Nö. Neuen Spielerskin. Haben wir den im Inventar? Ja, da haut es nämlich so in den Tafel. Und das mag ich nicht. Da ist das nächste Tonband. Hier irgendwo. Der Laser feuert immer noch, ich weiß, darum müssen wir uns auch kümmern. Aber Sabaton. Ja, ihr habt es mitbekommen. Wir sind voll. So. Suche eigentlich. Ein. Echo. Hallo. Ja, genau. Lass mal hören, was du über Nisha hast, Angel. Klar. In allen Bezirken nach einer Revolverheldin mit Namen Nisha. Gesucht wegen Bankraub, öffentlichem Alkoholkonsum und Mord an mehreren Amtspersonen. Mord an Amtspersonen? Nein, 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 das klingt eher nach einem Banditen. Die Amtspersonen waren Banditenführer, die sich in Machtpositionen hineingemordet hatten. Die Städte standen eine Stufe höher als Banditenlager. Oh, sie ist also eine Banditin, die andere Banditen killt. Nett. Hat sie, mein Freund? Nisha und Jack mit dem Kontrabass saßen auf der Straße und meine Widerschallkreise wurden durch Waffenprotokolle ersetzt. Yep, die Waffenschaltkreise. Nun gut, wir haben hier schon mal ein bisschen aufgeräumt. Hier drin irgendwo. Warte. Ja. Er war. Ich frage mich echt, was die sich bei Gearbox und 2K gedacht haben. Als sie Claptrap
erstellt haben. Oh, Sanitäter! Power Suit! Warte mal, ich brauche Lebensenergie. Wenn der Reload nur nicht so langsam wäre. Das ist ein großer oder ein doofer? Ja, du stirbst, weil du sterben musst. Ob das jetzt für deine Kameraden ist, das weiß ich nicht. Das kann ich nicht beantworten. So, die weißen Waffen muss ich drin lassen. Für Monsumi. Das ist verdammt wichtig für Monsumi. Soll ich genau das wieder verkaufen? Oder eigentlich könnten wir auch. Mich am besten da rüber. Ich weiß es nicht. Echt wahr. Das regt mich doch schon wieder auf. Nicht machen, weil ich nicht weiß, wie ich da hochkomme. Dann werden wir uns um andere kümmern. Zum Beispiel, wir geben jetzt mal ein paar Waffen ab. Und solche Sachen eben. Weil, Alter, ey, das ist. Hey Bob, haben wir dich heute nicht schon mal
erledigt? Ich denke, ich habe es. Das ist erledigt. Na, ihr seid immer noch nicht die Guten. Ja, jetzt kommen Diana. Sehr nice. Wenn ich wüsste, wie ich da hochkomme, würde ich das sofort machen. Ich will jetzt erstmal. Ich wirklich. Ich bin dermaßen angepisst. So, jetzt haben wir eigentlich meisten abgegeben. Kann man bei einem Level nicht voran. Wo war das? Trident Flats. Ich weiß noch, wo wir hin müssen. Von hinten kommt was, ich sehe schon auf der Minimap. Wo? Da. Oh, noch ein Lasermond-Buggy, Alter. Geht doch down. Gut. Könnt ihr euch ein bisschen mehr Erfahrungspunkte geben, so wie der Lasermond-Buggy. Level 22. Au. Au. Warum macht ihr das? Ja, gibt es nicht so Erfahrungspunkte für Kills. Sehr fein. Da. Noch ein Badass versteckt. Sogar zwei.
Warte mal, ich muss nachladen. So, schön Instant Kill. Läuft doch bei mir. Jetzt können wir den hier. So. Eine Katastrophe, ja. Mein Freund. Die Waffen, die wir bisher eingesammelt haben, wurden von ruchlosen Banditen gestohlen, die ungeniert mit ihrem Diebesgut auf dem Mond umherziehen. Finde die Diebe und nimm es ihnen ab. Ihre Position findest du auf deinem Echo. Kann ich jetzt im... Oh, toll. Ja, jetzt geht's wenigstens mal mit dieser Mission so voran. So, komplett verfahren. Wenn ich aussteige, kriege ich um einiges mehr Erfahrungspunkte. Hier waren wir doch schon mal drin. Die haben wir doch schon mal alle erledigt hier drin. Ah, okay. Ach nein, ich habe ja die falsche... es ist um die falsche Mission gegangen gerade. Aktiv hat... Dann fährt man irgendwo anders hin. Und macht nicht das, was man machen soll. Alter. Es geht hier ganz schön rund gerade. Ach komm schon, Alter, wie viele Mondbuggies sind denn das noch?
für explosive Gerechtigkeit. Danke, Kammerjäger. Bring die Sachen zurück zum Spendenzentrum. Ja. Immer mit der Ruhe. Wir haben denen jetzt schon ganz schön viele Waffen organisiert. Da lag noch einer. Ist hier noch ein Schild. Oskid wollen sie nicht. Oskid. Na gut, gehen wir wieder spenden. Achso, ja. So. Das war's. 17 von 50. Sieht doch schon mal ziemlich gut aus. Hier eine gute Tat vollbracht. Dann würde ich sagen, in der nächsten Folge gehen wir in die Forschung und Entwicklung. Da, ja, müsste ich mal schauen, wie wir da weiter können, machen können. Und ja, ich hoffe, ihr hattet wieder Spaß dabei. Und schaltet natürlich das nächste Mal dann wieder ein. Dort treffen wir uns dann in der Forschung und Entwicklung. Jetzt mache ich mich da schon mal hin auf den Weg. Und ja. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, Abend oder was, wann auch immer ihr es anschaut, das Video. Und hoffe halt auch, ihr schaltet auch das nächste Mal wieder ein hier bei Borderlands The Pre-Sequel. Bis dahin, auf Wiedersehen.